Und jetzt ist er bei uns, der neue Fraktionsvorsitzende der SPD, Holger Grieshammer. Herzlich willkommen. Herr Grieshammer, zunächst mal herzlichen Glückwunsch natürlich zum Wahlergebnis als Fraktionschef. Einstimmig gewählt, ist das jetzt zur Abwechslung mal ein völlig neues SPD-Gefühl? Ja, ich denke, wir haben heute gezeigt, dass die SPD auch anders kann. Ich freue mich natürlich riesig über dieses Ergebnis, eine Einstimmigkeit. Wir wissen nicht, wie lange es das schon nicht mehr gab. Es konnte sich niemand daran erinnern. Deshalb, ich freue mich natürlich, das gibt mir natürlich Rückenwind mit für die künftige Führung der SPD-Landtagsfraktion. Ja, und Rückenwind können Sie sicherlich gebrauchen. Wir denken jetzt nochmal zurück an die letzte Landtagswahl. Das war das bisher schlechteste Ergebnis. Sie sind ja auch jetzt die kleinste Fraktion im Landtag. Wie wollen Sie die SPD wieder stärker machen? Mit welchen Themen wollen Sie vorangehen? Wir müssen jetzt zunächst schauen, dass wir die Reihen wieder schließen, dass wir insgesamt auch mit unseren Mitarbeitern noch mal in Kontakt kommen. Wir möchten, dass die wieder gerne in die Arbeit kommen. Aber dann werden wir uns natürlich auch an die Thematik machen. Wir haben im Herbst eine Klausur. Ich habe verabredet, dass wir wirklich auch da zunächst noch mal in die inhaltliche Debatte gehen, ohne großes Schaulaufen, weil ich möchte jede Kollegin und jeden Kollegen auch da mitnehmen bei der inhaltlichen Debatte. Ich glaube aber auch schon, dass die Bürgerinnen und Bürger auch Antworten von uns erwarten. Es gibt Ängste, es gibt Existenzängste. Wir haben die hohe Inflation hinter uns. Die Energiekosten sind nach wie vor sehr hoch. Es gibt die Situation, dass viele nicht wissen, wie kann ich die Kita-Gebühr bezahlen, wie kann ich die Energie bezahlen, die erneuerbaren Energien müssen bezahlbarer gemacht werden und vieles mehr. Aber da werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und im Speziellen auch noch in der Herbstklausur darauf eingehen. Da gibt es also viel zu tun. Herr Grieshammer, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Antworten. Danke auch.